freut mich sehr, dass auch sozusagen ehemalige Studierende von mir vortragen dürfen und ihre Masterarbeit präsentieren. Also danke, Johanna, sehr inspiriert. Und auch dieser Fokus, also ich schalte jetzt absichtlich noch nicht drauf, ich nutze jetzt die Chance ein bisschen, auch diesen Fokus, den Sie haben, den werden Sie bei mir jetzt nicht sehen, diese Forschungsfragen und so diese Operationalisierung, also das kann ich Ihnen nicht liefern in meiner Präsentation. Es geht um den Klimarat der Bürger und Bürgerinnen. Wir haben ein Forschungsprojekt dazu, eine Evaluation durchgeführt, gefördert von BMK und von der European Climate Foundation. Hinter mir steht ein Team, Aaron Busugan, Tamara Ees und Jana Blöchel. Und hier sehen Sie ein Abschlussfoto auch vom vierten Wochenende. Ausgangspunkt ist natürlich die Klimakrise, wie auch bei der Johanna Morandell vorher. Hat dann dazu geführt, dass ein Klimavolksbegehren gestartet wurde, in der Mitte auch Katharina Rockenhofer, Unirätin, und dann ein Entschließungsantrag im Nationalrat, der dazu geführt hat, dass dieser Klimarat eben durchgeführt werden sollte in Österreich. Und Österreich hat das nicht erfunden, diesen Klimarat. Es findet in ganz Europa statt, Beispiel Irland, Großbritannien, Frankreich von Macron initiiert. Auf der globalen Ebene gab es schon diese Citizen Assembly zum Beispiel in Deutschland als Bottom-up-Initiative, in Österreich eben aufgrund dieses Entschließungsantrags der Grünen, der ÖVP und der NEOS. Was ist jetzt so eine Citizen Assembly? Ist eine Mini-Public, eine zufällige Auswahl der Beteiligten, die möglichst repräsentativ sein sollte für die Gesamtbevölkerung. Dann kommt eine Lernphase, wo Wissensvermittlung stattfindet. Dann eben eine strukturierte Diskussion unter den Teilnehmenden vor allem und eben am Schluss die Maßnahmen. Zu dieser Auswahl, die hat in Österreich die Statistik Austria durchgeführt, es sollten 100 Menschen sein, 5 Jahre Hauptwohnsitz in Österreich gehabt haben, mindestens 16 Jahre alt und ein Querschnitt der Gesellschaft, Geschlecht, Alter, Bildungsstand, Wohnort sollte berücksichtigt werden, hat die Statistik Austria sehr sauber auch durchgeführt. Der Klimarat hatte 6 Wochenenden, abwechselnd in Wien und in Salzburg, hat eben im Jänner 2022 angefangen, hat eben bis Juni 2022 gedauert, sollte eröffnet sein am Anfang, dann erkunden das Thema und am Ende eben abschließen mit Maßnahmen. Es waren einzelne Räte, Teams auch dabei bei diesem Klimarat, wichtig das Organisationsteam vom BMK und auch anderen Expertinnen, das Moderationsteam, das Who is Who, der Moderations-Doyens in Österreich, der wissenschaftliche Beirat, auf den gehe ich noch ein, das Evaluationsteam, wir, die BOKU und die Uni Krems haben das durchgeführt und ein Stakeholder-Beirat, auf den gehe ich heute nicht ein. Das Ziel, ja, Klimaneutralität, eh klar, kann man sich denken. Strategie der Bundesregierung, auch Klimaneutralität, gibt kein Gesetz dazu, es ist halt eine Strategie, ein Vorhaben, so auch eben das Vorhaben dieses Klimarats gewesen, gemeinsam zu arbeiten, um dieses Ziel eben zu erreichen. Wie hat man das Ganze versucht herunterzubrechen im Zusammenhang mit den Experten und Expertinnen auch mit 5 Handlungsfeldern? Ich lese sie vor: Energie, Mobilität, Ernährung und Landnutzung, Wohnen, in Klammern auch Gebäude und Produktion und Konsum, also eine sehr sektorale Herangehensweise. Es gab auch themenübergreifende oder sektorenübergreifende Handlungsfelder, die spielen aber eine untergeordnete Rolle. Partizipative Deliberation heißt nicht nur Partizipation, sondern auch deliberieren, vernünftige Argumente einzubringen und dazu braucht die Wissenschaft. Und ich habe grün untermalt, mir erlaubt, die 4 BOKU-Wissenschaftlerinnen, die auch dabei waren, Willi Haas, Marianne Benker, Paul Pfaffenbichler und Martin Schönhardt, die haben ihre Sache sehr gut gemacht. Aber nicht nur die Wissenschaft hat ihren Teil dazu beigetragen, sondern vor allem die Bürger und Bürgerinnen, die Menschen, die hier ausgewählt wurden. Hier sehen Sie ein paar Eindrücke, Fotos jetzt von mir, von den unterschiedlichen Wochenenden. Es geht um die Selbstbestimmung, um das Selbstbestimmungsprinzip, Selbstermächtigung der Bürger und Bürgerinnen, das Empowerment, dass sie das Gefühl haben, Entscheidungen auch treffen zu können und das ist sehr gut gelungen. Durch das Format so anstrengend ist, gönne ich mir jetzt eine Pause. Und Ihnen auch. Und ich werde es meinen Studierenden nicht mehr vorschreiben, in Burja Kutscher präsentieren zu müssen, weil das wirklich anstrengend ist. Gut, wir kommen zu der Evolution, die wir durchgeführt haben auf 3 Ebenen. Wir haben den Input uns angeschaut, den Prozess und den Output. Beim Input eben das Design, den Anfang, im Prozess Deliberation, Partizipation, was hat vor Ort stattgefunden und Output natürlich dann die Ergebnisse. Wir hatten Forschungsfragen natürlich auch. Und wir haben das Ganze versucht zu operationalisieren mit unterschiedlichen Methoden, einen Multimethodenansatz. BOKU sehen Sie hier auch grün unterlegt. Teilnehmende Beobachtung für uns das Wichtigste gewesen. Das haben meine Kollegin Jana Blöchl und ich durchgeführt. Wir waren an allen 6 Wochenenden dabei.
Teilnehmerinnen befragen hat es gegeben, Tiefeninterviews mit teilnehmenden Experteninterviews, Medienanalysen und auch eine Massenbefragung in der Gesamtbevölkerung Österreichs. Wir wurden unterstützt durch 4 Masterarbeiten, da sind wir sehr, sehr dankbar. Die ersten beiden sind auch schon abgeschlossen von Lukas Bichler und Sonja Reintaler zur Stakeholder-Integration und zur Klimakommunikation und jetzt noch im Laufen von Jana Blöchl und Patricia Mottlik. Das eine geht um Partizipation und beim anderen geht es um den Impact. Ich komme schon zu den Ergebnissen der Evaluation. Österreich hat können lernen, also hier in Türkis unterstrichen von mir auch, von anderen Ländern in der Planung der Organisation. Die Kriterien Geschlecht, Wohnort, Bildung und Einkommen waren gut abgedeckt bei den Menschen, die vor Ort waren. Es gab eine Verzerrung beim Alter, auch bei der Dauer des Aufenthalts und auch bei den Klimawandeleinstellungen. Auf der Prozessebene haben wir gesagt, die Expertise der Wissenschaftlerin wurde wirklich behutsam eingebracht und nicht übergestülpt über die Personen. Und die Personen, die teilgenommen haben, haben eine hohe Selbstwirksamkeit gefühlt. Also die waren da wirklich gut aufgehoben, wurden auch gut versorgt und gut verköstigt, mich eingeschlossen. Bei der Output-Ebene 93 Maßnahmen wurden beschlossen, die weit mehr hergeben, als Klimapolitik in Österreich hergeben kann. Zum Beispiel auch Richtung Tempolimits, Verbot von Flächenversiegelungen. Und das Add-on, auch ein Klimaratverein, wurde nachher gegründet, wo viele der Bürger und Bürgerinnen nach wie vor aktiv sind. Es ist eine Bottom-up-Initiative gewesen, die von den Parteien aufgegriffen wurde. Starker Verhaltenseffekt der Teilnehmenden, relativ hohe Öffentlichkeit erreicht, 93 progressive Maßnahmen. Aber natürlich kann man damit nicht alles erreichen und die Klimapolitik neu schreiben in Österreich oder komplett neu schreiben, weil dazu müssten diese Verfahren auch verstetigt werden oder öfters stattfinden. Ein Jahr danach, ich war selbst vom Parlament mit den Klimaratsvereinen, Sie sehen hier die Ampellösung, also grün heißt umgesetzt und rot und gelb heißt noch nicht umgesetzt und da sehen Sie fast nur rot und gelb. Es ist leider noch wenig passiert, aber trotzdem war das ein toller Prozess und ich habe am Abend die Chance, das noch mit der Gewessler zu diskutieren. Herzliche Einladung, auch am Abend dabei zu sein und Dankeschön.